Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht zu einer neuen Folge von Paraworld. Wir haben endlich unsere Truppen zusammen. Jetzt können wir hier draufkloppen. Auf die Exkremente sozusagen. Wir haben überhaupt keine Key-Sequenz. Wir waren noch gar nicht da oben, aber da ich ja, ja, wie schon erzählt beim letzten Mal, das Ganze nochmal neu aufnehmen durfte. Ach ja, weil ich ja vergessen hätte. Ah ja. Ja, Phantomspeisung ist an. Das heißt, wir sollten Ton haben. Und deshalb weiß ich jetzt hier ungefähr, was passieren wird. Kann ich S stoppen? Nein. Schön wär's. Auf geht's. Schon haltet euch mal noch zurück. Was ist denn Ihr Ausrufezeichen? Habt ihr Stress? Braucht ihr... Vorwärts, ihr Mutterseele! Vorwärts, ihr Mutterseele! So, ihr kümmert euch mal hier herum. Und der Rest kümmert sich um das hier. So sieht's aus. Oh, das Schwein kriegt schon ganz schön auf den Kopf. Auf den Kopf. Oder auf den Poppes, man weiß es nicht. Oh, der Druide ist auch nicht gerade. Mit der Kraft der Natur. Bei der Macht von Grayskull. Die Fick-Eierstück. Oh, unser Lost Druidos. Schon ordentlich am Sack. Wo ist er denn? Da. Hä? Da geht er am Sack. Hey, wo lauft ihr denn hin? Seid ihr geviert sozusagen, oder? Wie ist denn das noch bei Woche 3? So, dabei sind die Türme bald weg. Und das macht die Sache etwas einfacher. Wie denn hin? Nächste Aufgabe. Auf Bord. Bin bereit. Ich gehe. So, ich immer, dass sie gucken, dass sie gut alle was zu draufkloppen haben. Die Kampfkraft gut genutzt wird. Ja, ich werde angegriffen. Stellen wir vor. Hier, Stegosaurus weg. Eins hier, zwei da. Und dann könnt ihr euch mal ein bisschen drum kümmern. Halt, wir machen mal du, den da. Du, das Abrisskommando kommt. Gucken, ob die das überleben. Meine beiden. Das sind die doch, oder? Das ist hier eine Ramme. Genau. Geht so einigermaßen. Ist das schon eigentlich nur ein Tempel an Fußzeichen? Heilige Spitze! Bin bereit! Feuer frei! Kann ich helfen? Kann ich helfen? Was macht ihr so? Enttarnen. Heilige Spitze! Ihr könnt alle mal hierher. Ah, die Rammen haben schon mal. Sie leben noch einigermaßen. Das Abrisskommando kommt. Ja, Cole kriegt schon wieder ordentlich auf den Sack. Noch irgendwo welche? Ach gut, das ist das Haupthaus wahrscheinlich? Ja. Jetzt gibt es zumindest mal keine Dingens mehr. Keine Türme. Jemand verletzt. Jemand verletzt, das fragt er jetzt. Ach so, weil... Halt eigene Einheit in der Nähe. Das ist schon gut. Easy haben wir die also wirklich weggeputzt. So, gibt wieder Bauland. Schluss mit Bodenversiegelung. Wo kommt denn der doch her? Schon hier. Mittlere. Oh, ist der süß.
Da ist ein ganz kleiner so ein Schwingkeulen Dinosaurier. Geh hin. Wir sind hier. Verstanden. Verstanden. War das nicht mal ein anderes? Bereit abzureißen. Hä, jetzt war... Bereit abzureißen. Ich dachte, das wäre ein anderes Sprachsendung gewesen. Ah, hol, Cole wird auch wieder geheilt, wie es aussieht. Ich würde die meiste Zeit hier links auf dieses Ding drauf. Auf diese komische Einheiten. Armeen, Statistik. Register, keine Ahnung, was eine echt eine coole Sache ist. Das habe ich bisher so nur in keinem Spiel gesehen. Oh. Ich spüre, wie der Friede in den heiligen Hain zurückkehrt. Es war uns eine Ehre zu helfen. Jetzt weiß ich diesen coolen Stimme. Ich habe das Orakel befragt. Samuel L. Euer Jackson. Weg wird euch in den Süden führen. Dort werdet ihr einem Mann begegnen. Er besitzt den Schlüssel zum Tor in eure Welt. Ja, das ist die Stimme von Samuel L. Jackson. Natürlich. Ach, ich dachte, ich kenne diese Synchronstimme. Fortsetzen. Die hat zweimal fortsetzen. Doch nicht. Amazoneninsel. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht. Ja, da geht es ein bisschen schneller. Wir nehmen mal einen extra Arbeiter mit. Stufe 2. Was macht er denn? Was kann er denn eigentlich, wenn er Stufe 2 ist? Ja? Wer sagt eigentlich, es sei aussichtslos, wieder zurück nach Hause zu gelangen? Nichts ist aussichtslos. Mein Vater zum Beispiel. Er glaubt bis heute, dass man als Wissenschaftler einen sicheren, aber langweiligen Job hat. Ach, wenn er mich jetzt sehen könnte. Man muss das Problem in mehrere Teilprobleme zerlegen. Erstens, wo sind wir? Zweitens, wo ist, relativ dazu gesehen, die Erde? Drittens, wie sind wir hierher gelangt? Und viertens, führt derselbe Weg auch zurück? Erst wenn wir die Antworten auf diese Fragen kennen, können wir einen konkreten Plan für die Rückkehr fassen. Solange interessieren mich andere Dinge. Zum Beispiel, die Eingeborenen kennen weder Donner noch Blitz. Wie kommt das? Funktioniert Elektrizität hier anders? Und wieso sehen wir keine Alten? Ich habe das Gefühl, dass die Menschen in dieser Welt eine weit längere Lebensspanne haben als wir. Faszinierend. Alleine um den Himmel zu kartografieren und die Planeten zu benennen, werde ich Wochen brauchen. Wir werden uns also die Zeit bis zur Heimreise schon vertreiben. Aber eines Tages geht es zurück. Ich bin mir sicher, Schrödingers Katze ist zu 50% lebendig und wir sind zu 50% bereits wieder zu Hause. Wir wissen es nur noch nicht. Gut. Gut. Ach, da ist das Surfbrett. Die Musik. Geil! Jetzt kommt gleich Tom Jones in die Ecke. Oh Gott. Tatsache. Oh, da hat schon jemand rumgeknabbert an dem Surfbrett. Sensationelles Angebot zu schätzen wissen. Mein Name ist Larry. Ich bin Präsident des größten Zusammenschlusses unabhängiger Händler der Welt. Präsident? Beinahe einstimmig gewählt. Beinahe? Naja, mein Bruder Harry war dagegen, aber Barry und ich, wir haben ihn einfach überstimmt. Ah ja. Und ihr habt jetzt ein tolles Angebot. Ja, und es ist nicht im Laden erhältlich. Hört mir zu. Mein Bruder Barry wird von einem Haufen Amazonen festgehalten. Ich möchte, dass er ihn da rausholt. Ihr müsst mir unbedingt helfen. Bitte! Und was haben wir jetzt davon? Ja, naja, also zufällig habe ich eine ganze Menge Steine an Bord und die würde ich euch geben. Und wenn ihr euch jetzt entscheidet, dann packe ich noch einen Freiflug mit meinem Zeppelin gratis mit dazu. Na, was sagt ihr, hä? Abgemacht. Akzeptierst du Kreditkarten? Yeah.
rein! Steine. Hat er auch näher spezifiziert, was für Steine das sind? Wackersteine? Okay, Freunde. Ich werde mal eine Runde drehen. Vielleicht kann ich euch dann noch ein paar hilfreiche Tipps geben. Kostenfrei, versteht sich. Boah, diese Synchronstimme, hey. Oh, das ist der Assi. Oh, Leute, was habt ihr geraucht, als ihr dieses Spiel gemacht habt? Oh. Gibt's Arbeit? Ja. So. Ja. Was gibt's hier? Nix. Da oben, was ist das hier? Es gibt zumindest mal Stein. Oh, macht ihr mal Holz. Was gibt's? Und ihr zwei. Darf ich mal? Arbeit? Danke. Von mir baut aus. Mal kurz einen Steinmetz hier hin. Dann habe ich das schon einmal. Es gibt aber auch kein Futter, oder? Oh, wie sieht hier jetzt mit. Ja gut, das ist ein ziemlich trockenes Land. Oder muss ich jagen gehen? Ich fürchte fast, dass ich jagen gehen muss. 9 von 5. Oh, wir müssen ein Haus bauen. Arbeit? Halbe Hütte. Boah, das war echt so ein. Optisch war so ein Danny DeVito, aber. Was? Harry und Barry? Oh. Also, das ist echt ganz schön anstrengend, hey. Noch? Ist alles kein Futter? Sind hier Futter? Ja, das sind echt hier nur Viecher. Ja? Geht klar. Kann ich ein. Ja, hier gibt's kein Hotkey für. So wie Warcraft 3, ich glaube, es war B. B für Build? Und dann war. War Burrow war bei den Orks, war hier. Wie hieß denn das noch? Es gab diese komischen, diese Häuschen oder sowas. Einfach zack, zack, ohne blind, ohne zu gucken, zack, zack, gedrückt. Dann hat man eben schon das als Bauoption gehabt. Und du, geh jetzt mal hier auf den hier. Ja. Gibt's Arbeit? Das sind mal die zwei, oh, die sehr ordentlich langsam. Aber gut, das sind zumindest nicht so aggro. Arbeit ist bereit. Und der fällt gut hin, weil da können wir jetzt ordentlich Futter rausziehen. Ja. Was gibt's? So, dann machen wir mal mit Holz. Arbeiter ist bereit. Wir werden auf jeden Fall extrem viel Holz haben. Holz und Stein. Sag ich jetzt einfach mal so. Arbeiter ist bereit. Ja, ist schon wieder voll. Gibt's Arbeit? Ne, Bunker. Taverne. Ach, wir können noch gar nicht. Forsthaus. Erhöht die Lagerkapazität für Dings und Nahrung. Machen wir das doch auch mal. Und zwar setzen wir es einfach hier hin. Nur allein wegen dem Lager schon. Gibt's Arbeit? Was hier? Steht einfach rum. Ach so, klar, weil das Ding voll ist. Ach. Manchmal, ne? Liegt mir dieses Spiel nicht so ganz. Ja? Steinmetz, Forsthaus, Hütte, Tavern E, Kasern E. Wo die Bauplätze sind. Halt, hier erstmal fertig bauen. Ja. Ich bin mal ja. Aus dem Weg hier. Ja. Ja. Hallo. Macht euch bereit. Lasst uns kämpfen. Voll aggro. Mal so ein Seminar schicken hierfür. Wer ist denn das hier? Defensive Kommunikation oder sowas. Lass uns kämpfen. So stehe ich auch immer vor dem Supermarkt, bevor ich reingehe. So, schwer zu unterscheiden, die zwei. Ja. Wie viel Futter hat denn so ein Ding? Stehe ich dran. Aber er ist schon halb weg. Oh. Okay. Aufsteigen können wir auch? Das ist ja schon mal. Was geht denn hier mit dem Schatten ab? Arbeiter ist bereit. Jetzt ist wieder gut. Also irgendwie hatte gerade die Sonne ein kleines Problemchen. Ja? Arbeiter ist bereit. Wow, ich schicke mal noch hier einfach nochmal ein bisschen Holz. Oder, warte mal, ich schicke mal hier. Schon unterwegs.
Was geht? Und dich schicken wir als. Er rennt auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Gibt's Arbeit? Er hilft immer mit. Und dann fällt er wieder genau praktisch mitten im Lager. Ach, das ist ja herrlich, ist das ja. Und dann sind wir hier schon mal ein bisschen versorgt. 14 von 21. Wir waren noch ein Arbeiter, aber wir haben es ja. Wir brauchen Ressourcen. Was haben wir überhaupt an Aufgaben? Der Amazon, der. Die diese Insel wird von Amazon kontrolliert. Diese Insel wird von Amazon kontrolliert. Die den, ja, würde passen. Die den Händler Barry gefangen genommen haben. Ah, das ist Harrys Bruder bestimmt. Ja, ja. Im Zentrum dieser Stadt befinden sich eine große Tempelanlage. Erst wenn der Tempel in Gefahr ist, zerstört zu werden, werden die Amazonen einlenken und Barry freilassen. Okay, also, so hier, wie war das mit defensiver, non-aggressiver Kommunikation? Ja, wir hauen einfach drauf. Zerstören Sie den Amazonentempel, um die Amazonen zur Kooperation, um Amazonen zur Kooperation zu bewegen. Ja, der Tempel liegt gut geschützt mitten in der Amazonsiedlung. Es gibt aber Zugänge, die es Eindringen leichter machen. Auf, hinten reinschleichen. Oh, voll das komplexe Schleichspiel. Diese kann man jedoch nur mit einem Schiff erreichen. Ah. Ah, der Händler erkundet für Sie die Gegend und macht Sie auf interessante Stellen aufmerksam. Blinkt der irgendwie? Wow. Oh, lala. Was ist der Händler? Ist das nicht das Pinkene vielleicht? Hm? Um Angriffe besser abwehren zu können, sollten Sie Mauern errichten. Ach. Schnutz. Was gibt? Wo ist der? Arbeiter ist bereit. Ach, schon steht unterwegs. Da, steht da einfach so rum. Hier, nee, nicht Bunker. Wo war denn das Lager? Das Lagerhaus immer noch. Boah, es ist echt kein Platz hier in diesem Ding. Sieht es nicht aus, ist nicht alles wirklich voll. Das Einzige, was fehlt, ist Futter. Das heißt, wir könnten hier. Oh, Tatsache. Das ist schon mal praktisch. Ich würde gerne hier so ums Haupthaus rum drei Felder bauen. Was hast du vor? Die sind zwar sehr teuer. Ist mir erstmal egal. Geht's los? Achso, wir brauchen 25 Knochensteine-Köpfe. Ja. Arbeiter ist bereit. Gibt's Arbeit? So, dann noch hier noch einen. Hier wären Bärenbüsche gewesen. Die sieht man aber echt nicht. Fruchtbusch. Ein Fruchtbusch. Wir schon, ja, ich glaube, wir haben schon eine halbe Stunde voll. Nicht, dass wir so eine 50-Minuten-Folge wie die letzte wird. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier mal eine kurze Aufnahmepause und sehen uns in der nächsten gleich wieder. Macht's gut, ciao.